Matthias, soll ich schon mal was sagen? Ja. Deine Produkte sind einfach zu teuer. Ja. Ich guck mir jetzt mal ein paar billiger. Okay, gucken wir uns das mal an. Wenn sogar die T-Shirts kosten jetzt hier noch. Hey Matthias, was hat's denn hier mit uns? Ich meine Aminokomplex. Ja, excuse me. Everything is alright, everything is alright. Everything is alright. Okay, kurze Gesangseinlage und Tanzeinlage dazwischen. Ich muss dir jetzt auch mal was beichten. Ja, beichten. Ich möchte dir was beichten. Ich hatte mal eine Zeit, da hatte ich schlimme Akne. Ja. Und da kamen mal zwischendurch 6 Plus Produkte. Oh nein! Da hatte ich noch keinen Shop. Ja. Und online braucht das hier immer 1, 2, 3. Ich will jetzt ehrlich zu dir sein. Wirklich, aber sei ganz ehrlich. Ich hab das genommen. Direkt dicke. Also du hast ja selber gesehen. Alles, was du gerade drunter geschrieben hast mit Dicken und so. Ja. Was hältst du von Körnern? So Körner. Ja, super. So, wer Körner braucht, der kann fliegen. Ja. Viele Vögel nehmen Körner. Ja. Also bei uns im Park am Hofgarten. Ja, meinst du das nicht? Auch Vogelfutter oder meinst du das für Menschen gemacht? Nee, das ist für Vögel gedacht. Ja. Ja. Hey, ich hab das Gefühl, hier sind manchmal so zwischendurch Leute. Ja. Fühlst du dich auch gestört gerade? Ja, ja. Don't touch your camera, We're making promotion. Wir wollen Produkte kaufen und werden rausgeschmissen. Der Fahrer und ich wollen uns ein iOS kaufen. Wir müssen gehen. So gehen die mit Kunden um. Was ist das denn hier für eine Kundenbindung, dass man hier einfach rausgeschmissen wird? Ich auch nicht. Gar nicht. Also ich möchte erstmal eine Sache sagen. Die Kundenfreundlichkeit ist nicht die beste. Und wir wollen schon was kaufen. Wir haben, glaube ich, die tatsächliche Wirkung des einen oder anderen Zeugs. Wurde da von Matthias und mir enttarnt. Und beziehungsweise nicht enttarnt, sondern analysiert. Und ich denke mal, wir lagen damit schon relativ richtig, oder? Wie siehst du das? Ja, ich denke auch. Guck dich mein Interview an, da gehe ich ja 2 Stunden drauf ein. Wahrscheinlich kriegen wir eine Abmahnung jedes Mal von denen, mehr können die ja nicht. Eigentlich wollten wir uns so beraten lassen, aber leider haben sie keine richtigen Worte zu ihrer Qualität gefunden. Außer wir sollen bitte gehen. Ich war noch halb nackt währenddessen, war ein bisschen schwul, aber sollen wir machen. So sind die Engländer. Und einer hat mir am Himmel gefasst. Hat er wirklich gemacht. Ja, ich glaube aber, der wollte mich am Knie anfassen. Wir sind auf der FIBO, wir sind hier am 6 Plus Stand, alle auf Testo. Keiner hat heute 6 Plus genommen, alle auf Testo, aber wir tun alle, ob wir Eiweiß genommen haben.